Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ultimate Team von den APK Gaming Bros mit mir, dem Alex, und ich gebe hier gerade mal Hummels einen neuen Vertrag und werde jetzt mal gucken, wie es mit der Fitness aussieht. Die Fitness ist noch akzeptabel für ein Spiel, Lahm hat auch irgendwelche Probleme. Ach, Lahm ist im Arsch, sehr gut. Dann haben wir hier den Piss-Check irgendwo. Ah, auf der Satzbank, okay. Und gehen direkt ins nächste Spiel. Letztes Spiel lief nicht ganz so gut, weil der Gegner ein bisschen mehr drauf hatte. Also ich hatte in der ersten Halbzeit 2 Tore gemacht und hat dann gewonnen. Ich konnte zwar dann halt noch 1-2 machen, aber naja, mehr halt auch nicht. Okay, geben wir dem Gegner nur noch eine Chance. Wenn er jetzt auch noch 2 Stunden braucht, dann nicht. Okay. Ja, meistens gehe ich immer, wenn die Gegner mir zu lange brauchen, raus und suche neu, weil ich habe keinen Bock, 2 Stunden zu warten. Oh ja. Ich wäre besser mal raus. Alter, lutsch mir mal ein erregiertes Dick, ey. 84er Bewertung. Okay, aber David Beckham vorne. Team of the... Ach, was laber ich? David Beckham? Der spielt doch gar nicht mehr die Missgeburt. Irgendein anderer, der genauso aussieht und, naja, dann hat noch ein paar... egal. Auf jeden Fall viele Team of the Seasons. Und, was ist das Grüne nochmal? Egal, das Grüne. Alter, wie ich schon wieder glaube, dass der nichts drauf hat, weil ich hier... Alter, nein! Okay, das war skilllos. Aber wie ich hier gerade durchgelaufen bin schon wieder. Kann sein, dass der Gegner einfach schon wieder nichts kann. Weil wie ich gerade hier schon wieder durchgelaufen bin, das geht ja gar nicht klar. Gut, vielleicht ist auch einfach nicht abwehrstark, das wäre auch eine Möglichkeit. Nein, oh. Komm. Nein! Okay, da habe ich mich schon wieder kassiert. Und direkt kassiert für die freche Aussage, dass er nichts kann, der Gegner. Wahrscheinlich. Ist einfach nur schwach in der Abwehr. Aber auch ganz in Ordnung im Sturm. Das müsste ich auf jeden Fall ausnutzen. Müsste meine Abwehr, ja, gut, eine gute Abwehrleistung habe ich jetzt auch nicht unbedingt, aber müsste zumindest ein bisschen das ausspielen. Vielleicht hat auch einfach nur eine Schwäche, was lange Bälle und so angeht. So. Aha! Scheiße, war zu schön versucht. Hätte ich einfach in die Mitte gespielt, hätte es wahrscheinlich mehr gebracht. Ah ja, die Grätsche war sowas von deplatziert, das gibt's ja gar nicht. Alter, Junge, wie kann der da einen Ball kriegen? Alle behindert, ganz ehrlich. So, erstmal den Ball so halb... Warum kommt der denn aus dem Abseits? Egal. Leute, es fängt schon wieder Premium an mit einem Rückstand, aber... Der Gegner ist vielleicht ganz gut im Sturm, aber in der Abwehr ist einfach nur scheiße, wie oft ich da jetzt durchkomme. Das muss ich einfach ausnutzen. Ich darf da nicht in meine Verspieltheit wiederkommen, sondern muss da einfach straight durchspielen, weißt du? Dann hat er da auch wenig Chance gegen, weil er einfach nur abwehrmäßig eigentlich voll scheiße ist. Halt basic, ne? Noch nicht mal basic, der ist richtig scheiße eigentlich in der Abwehr. Aber er hat in dem Sturm was drauf und das ist mein Problem. Er hat auch seine, ich glaube, seine stärksten Spieler mit Team of the Season und so waren auch alles Stürmer oder Mittelfeldspieler. Ist ja bei mir ebenfalls so, dass die stärksten Spieler die vorne sind. Obwohl, ich habe hinten auch einen Namen und sowas, das ist auch was... Alter, das sind aber auch alles nur bei mir eher normale Spieler. Okay, das war unnötig. Okay, Ball fließt wie im Scheißhaus. Okay, jetzt kann er mich ja mal gerne wegbumsen. Hat ihm aber nichts gebracht. Alter, will er mich verarschen? Ist jetzt zum für einen Fallrückzieher? Ja, ist er. Ist Lewandowski. Und schon wieder reden wir vom zu schön versuchen. Oh, das war wieder null schön. Hätte ich da schön versucht, hätte ich vielleicht mehr Chancen gehabt. Ich muss die richtige Dosis finden, ganz ehrlich. Habe jetzt schon 3 oder 4, ich habe deutlich mehr Chancen. Der hat einfach seine eine Chance, oder hat vielleicht auch 2 Chancen oder 3 Chancen gehabt, hat sein eines Tor gemacht und ich habe hier schon wieder 5 Chancen und habe mein Tor nicht gemacht. Das ist einfach... So, Ball fliegt. Ah, schade. Es gibt nämlich genug Leute, die einfach nicht mit dieser Hochweit und... Wow, Spiele über den ganzen Platz klarkommen. Und wo man mit dieser Taktik, wenn man die fährt, immer ganz gut auskommt. Weil die Leute damit nicht klar... Es gibt nämlich Leute, die kommen einfach mit diesem Hohen und Schnellen und Weiten nicht so klar. Ich weiß jetzt nicht, ob das Abseits war. Nee, war kein Abseits. Sehr gut. Alter, warum spielt er da so lässig zurück? Hätte er mal so mit volle Kanne zurückgespielt, hätte ich das locker hingekriegt. Oh... Also abwehrtechnisch, das war einfach nur gerade scheiße. Das muss selbst er abwehrtechnisch hinkriegen, den Ball zu bekommen. Da hat er auch nicht so viel dazu getan. Ja,
Alter, ganz ehrlich, wie ich hier mit durchkomme, das ist echt krass, dass ich da nichts draus mache. Ganz, nochmal ganz ehrlich. Das geht echt gar nicht klar, dass ich da nichts an Profit draus schlage. Ich mache einfach immer entscheidende fucking Hurenfehler. Das ist mein Problem. Ja, läuft. Und aus. Ach doch nicht, er hat noch gerettet. Fuck it. Ach, da musste Neuer leider noch eingreifen. Der Ball war noch nicht in der Linie, angeblich. Das jetzt nachzuprüfen bringt auch nichts, weil Situation ist Situation, Entscheidung ist Entscheidung. Dadurch ändert sich die Entscheidung nicht. Dadurch, dass ich mir das angucke, ändert sich die Entscheidung nicht. Oder das Resultat nicht. Von daher bringt das nichts. Komm, hau raus. Der hat auch schon Immobilie, keine Ahnung, wie der Spasti ausgesprochen wird. Alter. Ah. Der Ball sollte wo ganz anders hingehen. Komm. Boah, ey, das mit dem Torwart spielen ist auch wieder so ein Risiko, was keinen Schwanz braucht. Alter, wie noobig die Abwehrspieler einfach mal sind. Alter, und wie noobig ich bin. Ich nutze das sweatieste Goal nicht, ey. Alter, das kann doch nicht wahr sein, dass der da immer noch führt, ey. Und hier schon wieder auf mein Tor zurennt. So inkompetent wie der ist. Ganz ehrlich, wie viel... Ja, ich weiß, ich habe es jetzt 100 Mal gesagt, mach einen auf der Hardy, aber egal. Wie oft der schon wieder das hier... Wie viele Chancen ich hatte und wie wenig der einfach nur. Das ist echt krass. Und krass ist da gar kein Ausdruck mehr, das ist das Problem. Das war jetzt nicht so gut. Sehr schön, Torwart. So, komm ab runter da. Alter. Genau, geht auch noch zu dem Spieler. Ja, ist klar. Hat er wieder einfach nur Lack hat und seine scheiß Hurenchance nutzt, weil er einfach nur normal drauf spielt. Mann, ey. Der spielt billig und effektiv und nutzt meine Chancen aus. Und ich habe 100.000 Chancen mehr, das bringt aber nichts. Komm, ey. Selbst zum Grätsch zu dumm. Alter, wollt ihr mich verarschen? Seid ihr so inkompetent, um vernünftig zu grätschen, um den Ball zu haben? Anscheinend ja. Krieg rot, Mann, du kannst eh nix. Mann, jetzt so dumm, um vernünftig zu grätschen. Ganz ehrlich. Ich habe mit zwei Leuten angefangen zu grätschen. Und erst der dritte kriegt's hin. Aber guck mal, wie. Und vor allem war er letzter Mann in der Situation. Wenn der jetzt noch ein Tor draus macht, dann raste ich aus. Ja, geht auch noch wunderbar drauf, ey. Wenn Neuer nicht da gewesen wäre, hätte er dann auch noch reingemacht. Komm, Dante, pass auf den auf in der Mitte. Dante. Tja, ganz ehrlich, was läuft denn hier schon wieder für ein Kino ab? Ich, einfach so unverdient, aber nur weil ich auch immer wie so ein Großkotz bin und meine Chancen nicht einfach mache, sondern schön machen will. Ach, genau, da fälscht er ab. Dafür kann ich jetzt nichts, das war einfach versucht. Und da ist die Halbzeit, ey, ohne Scheiß, ey, wie viel, ich will die Chancenstatistik am besten gar nicht sehen. Ansonsten kotze ich hier in mein Mikrofon rein, ganz ehrlich, ey. Ja, oh. Mann, ey, guck dir die Scheiße mal an, ey. Obwohl, oh, Alter. Meine Intuition täuscht überhaupt nicht. Ach so, weil ich, aber ich, mein Ballbesitz ist höher, aber ich habe halt einfach deutlich mehr Chancen, also, aber die gehen meistens noch nicht mal aufs Tor, weil der die vorher irgendwie klärt oder so eine Kacke. Ja, dann fühlt es sich halt für mich nur so an, als wenn es unverdient wäre. Weil ich halt auch coole Angriffe mache, der macht nur so effektive Dinge. Also effektiv gleich unschön. Aber ich muss halt jetzt einfach spielen wie ein schwarzer Mensch und nicht darauf achten, dass es schön ist. Will er mich verarschen? Jetzt will er hier noch mit schönen Toren anfangen. Ja, genau.
Ja, sehr schön. War doch schon mal effektiv wieder abgönne. Ball verloren, direkt wiedergeholt, reingemacht. Schweinsteiger, du bist eine geile Nougat-Schnitte. Elektro-Tilte. Ach ja, Leute. Boah, das regt so derbe auf gerade. Komm. Hallo? Ja, genau. Alter, beweg dich nicht. Juck dich nicht. Mann, er kann doch nicht. Zwar. Vor allem, warum tut sich der Spieler aktiv, wenn er in der Mitte steht, wenn der Ball zu dem kommt, der wo ganz anders steht? Sehr schön, Ball kommt noch an. Alles wunderbar. So richtig assi ins Eck gespielt wollte ich da. Aber nein, bringt nichts. Alter, die. Da. Alaba ist auch deutlich nicht auf seine Höchstform. Der geht mir ja voll auf den Sack. Der hängt sowas von hinterher. Ja, komm. Warum hängt das Spiel jetzt so manchmal hinterher? Der will mich doch verarschen. Ja, komm, Alaba, leiste mal was. Ja, genau, leck. Ja, Mann. Geile Flanke, Tor rein, Mann, ey. Auch mal hier meine Chancen reinmachen, jetzt schon direkt hintereinander. Die eine Chance, die ich vorher hatte, direkt rein. Keine Chance zwischendurch, doch, ach, egal. Keine Chance zwischendurch, versiebt, alles wunderbar. Jetzt müsste ich nur noch das 3-2 machen und auch mal halten. Sag mir nicht, der Scheiß kommt an. Der wäre angekommen und es wäre awesome gewesen, wenn es angekommen wäre. Ey, mit dem Lag weißt du doch immer schon, was ich machen will. Okay, Leute. Ja, langsam laggt es ein bisschen. Jetzt merkt er natürlich, er kommt mit der Schiene nicht weiter. Mit seiner spielerischen Art und Weise. Da wird der Lag-Switch mal wieder ausgepackt. Oder irgendwas hoch oder runter geladen. Um es einfach zu machen. Ah, okay. Alter, komm, 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 komm. Alter, das soll jetzt nicht dem sein Ernst, diese Scheiße. Das ist doch Absicht, ganz ehrlich. Das ist doch absolute Absicht. Man führt 2-2 und macht dann das, ja. Macht dann das, kassiert dann noch 2 Tore und dann spielt man so eine Scheiße. Komm, alter Junge. Was ist denn los mit dem? Da kriege ich es nicht hin, ihn vorbeizutragen. Ist ganz einfach gewesen. Ja. Oh, der ist durchgelaufen, ja. Und ich krieg's nicht mehr hin. Lustig. Mann, ey, aber der mit seinem scheiß Lag-Switch geht mir auch auf die Eier. Warum ist Schweinsteiger so langsam? Kann mir das mal jemand sagen? Alter, das ist doch nicht dem sein Ernst jetzt, oder? Alter, wie schlecht war denn der Pass von dem? Das war ja nicht mal mehr hinnehmbar, der Pass. Der war einfach nur scheiße. So, komm. Oh Mann, ey, wieder keiner steht zur Abwechslung. Aber ich habe auch vorher nicht mehr richtig geguckt. Ich spiele doch immer diese hektischen Pässe, die mir auch teilweise voll was kosten. Jetzt halt unüberlegt ist. Der wusste anscheinend wieder ganz genau, dass ich zu dumm bin, um den Ball vernünftig anzunehmen. Und deswegen hat er sich da so positioniert und wusste genau, dass selbst wenn er nicht dran geht, der trotzdem ihn irgendwie kriegt. Alter. Ja, geht nicht mehr ganz durch. Warum auch? Ach. Ey, ohne Scheiß, Alaba. Schmeiß dich halt einfach in den Container. Gehst mir halt voll auf und sagst, du kriegst nämlich nichts geregelt in dem Spiel. Da hat er meinen Abwehrspieler hier belagert. Komm, Kopfball. Komm, ja.
Alter, wie schlecht kann man denn sein? Nicht mal mehr einen Seitenwechsel geregelt zu kriegen. Ha, wusste ich doch, dass ich ihn damit unter Druck setzen kann. Mann, ey, weil wenn er aufs Tor frei zugelaufen wäre und Zeit gehabt hätte, sich zu positionieren, dann wäre das Ding reingegangen. Ganz ehrlich, das wäre wirklich... Natürlich hätte das jetzt auch reingehen können und es wäre deutlich schöner gewesen, aber das andere wäre definitiv rein. Das ist halt die Sache. Lauf, komm, lauf, lauf. Ja, komm. Nein, hätte ich rübergespielt, wäre es garantiert das Tor gewesen. Scheiße. Immer die falschen Entscheidungen in manchen Momenten. Das ist das, was mich aufregt. Immer will er mich verarschen. Da will er da einen scheiß fucking... Genau. Hallo, da stand doch noch einer hinter Lewandowski. What the fuck? Ja, genau. In echt, in so einem Gewimmel sieht es auch jeder Schiri. Ja, wenn wir aber in der Situation, wo ich Vorteil gehabt hätte, lieber, wenn das nicht als Abseits gezählt hätte. Guck mal, kaum ist es wieder unentschieden, kommt wieder der Leg-Switch zutage. Lauf. Ah, ne, ich laufe auch nur Scheiße. Ist immer noch 3-2. Ich denke nur, dass ich irgendwas hingekriegt habe, aber jetzt kassiere ich eh so. Weil Neuer auch so behindert an den ersten Pfosten geht. Dem muss doch klar sein, dass der Typ reinflankt. Warum geht der dann so behindert an den ersten Pfosten? Ist doch klar, wie er läuft. Ist doch klar, was der macht. Mann, ey. War so einleuchtend in der Situation, was der macht. Aber nein, Neuer reagiert wieder wie ein Stück Scheiße. Wie wieder jetzt nur Scheiße bei rausgekommen ist bei dem Spiel. Ich bin ja schon verwundert, dass die so einen Seitenwechsel überhaupt hinkriegen. Boah, ey, ohne Scheiß, kann nicht sein. Naja, Leute, das war's von der Folge. Ohne, naja, ich sehe noch kurz die Tabelle. Mann, ey, aber wieder ein 4-2. So wird das garantiert nichts mit irgendeinem Aufstieg. Das kann ich froh sein, wenn ich in Liga 3 bleibe, Leute. Aber bei einem 10-Ligen-System, das war schon letztes Jahr, wo es nur 5 Ligen gab bei FIFA 13, war es schon schwer in der ersten Liga. Der Aufstieg war absolut möglich, schon im Rahmen meiner Fähigkeiten. Aber der Klassenerhalt war schon schwierig. Ich denke einfach, dass es mit Einführen von 10 Ligen bei mir in Liga 3 jetzt Schluss ist. Oder wie kommt es mir gerade vor? Wie soll ich mir sonst vorstellen, dass ich hier verliere? Oder liegt es einfach nur daran, dass wir schon spät in FIFA haben? Und alle mit fucking Huren 5000 aufgepimpten, für viel Kohle bezahlten Spasti-Spielern spielen, die irgendwie in echt 300 Euro wert sind, aber dann im Endeffekt einen Monat später nur noch 80 oder was. Ganz ehrlich, ey, Leute. Naja, gut, ihr seht hier noch die Tabelle. Sollte ich gerade ein paar Mal gegen das Mikrofon gekommen bin. Ja, ihr seht noch die Tabelle. Wir haben, wie gesagt, nur noch 6 Spiele und wir müssen uns ein bisschen ranhalten. Würde ich sagen, haut auch das nächste Mal wieder rein in der nächsten Folge und bis dann. Ciao!